Moin Moin Leute, willkommen hier beim Bunny und Günnis Force Imperium zusammen mit dem Manni. Und Günther. Günther. Manni, Manni. Machen Ehrisch weg, weiß löst ja, Günther. Mach ich auch gerne. Ich habe die wahre Geschichte dieses Deutschbilds erläutern können. Aha. Pass auf. Da hat ein Einfamilienhaus gebrannt. Dieser Deutz ist in die Flammen gefahren, hat die Familie gerettet und somit ist der legendär. Warte. Warte. Der. So muss es sein und nicht anders. Ja, genau. Ich denke, genau so war es auch. Reicht ja. Ja, so war es auch, genau. So, räumen wir hier deine Schnitzel hier noch weg. Hackschnitzel. Ja, wegräumen, los. So, na pass mal auf, Günther. Du kannst. Ja, warte mal. Na, ich schaff das jetzt erstmal schnell ins Sägewerk, Günther. Ja, mach doch mal. Und was? Warte mal, boah, Alter. Mach schon mal die Sachen zum Hof. Manni? Wieso fährt denn der da rüber? Manni? Ja, Günther. Ach schon gut. Achso, das ist noch hier. Warte mal, ich hab gerade einen Fehler entdeckt, Günther. Warte. Hops. Hops, hier kommt der Günther, der kleine dicke Klaps. Hops. Anni? Günther ist ein Klaps. Hops. Anni? Günther? Ach schon gut. Was ist los, Günther? Hey, schon gut. Ist das irgendeine falsche Einstellung drin, Günther? Ja, was ist los? Anni? Günther? Schon gut. Ja, was denn? Ja, schon gut. Manni? Günther? Schon gut. So, aber irgendwas ist hier crazy for you. Was ist eigentlich hier mit unserem Zaun? Ja, mit unserem Zaun, Günther, das weiß ich noch nicht so richtig. Putz doch immer Graupen ran. Was will ich? Immer Graupen ran. Graupen? Das ist einfach kein Gespür für Menschen. Genau, ich glaube, der Dämon ist gerade drin hier. Welcher Dämon? Och Mann, ey. Der Lenkrad-Dämon. Kennst du den Lenkrad-Dämon? Nee. Wieso steht denn da ein Anhänger? Manni, bitte, ey. Ja. Warum stellst du ihn da mitten im Weg? Ich sag doch gerade, der ist der Link. Drück M. Was ist M? Ja, M, da machst du diese komische Lenkrad. Nee, das ist es nicht. Mein Lenkrad, das ist ja total irgendwie komisch. Naja. Geh mal weg, steig aus. Nein! Bin jetzt hier mit dir drin. Du weißt gar nicht, was ich meine, Junge. Oh. Junger Padawan. So, wo müssen jetzt die Hackschnitzel hin hier? Da hinten. Ja. Darf nur ganz leichte Lenkbewegung machen, Günther. Was ist es nicht? Oh, siehst du, Günther hier? Boah. Geh mal raus da. Lecco mio, Mochacho, mich mach mal am. Verstehst du nicht, dass er am Lenkrad liegt? Versteht er nicht, oder? Versteht er nicht. Geh mal raus. Günther, geh mir nicht auf den Nusskasten. So. Ich lade jetzt hier den Hackschnitzel ab und dann hole ich neue. Verstehen Sie das? Bist nicht mehr mein Bruder, geh weg. Wer soll ich sein? Bist nicht mehr mein Bruder. Bin ich dein Bruder. Bist der Bruder von der anderen Mutter, ey, mag ich nicht mehr. Erzähl dir nicht so ein Zeug. Ich war beim Psychopath, Psychologen. Er hat gesagt, dass mein Leben so scheiße läuft, deswegen dir. Ich hoffe doch. Jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder an Bord, Günther. Haben wir Geld, haben wir Kohle gekriegt, Günther? Weiß ich nicht. Oh, du hast mir doch die Sicht zum Konto versperrt. Ja, das hat seinen Grund. So, ich glaube, wir haben Geld gekriegt. Aber Günther, gehst du mal rüber den Radlader? Wir müssen noch hier die Hackschnitzel aufladen. Ich warte hier auf dich. Ich sitze hier, hab die Schaufel voll, Manni. Günther, bist du im Radlader? Ja. Du wartest quasi im Radlader. Ja. Ne, ich komme. Du wartest noch? Immer ruhig bleiben, gell? Nicht aufregen, Günther.
bin gleich da, ja. Volle Kanone, komm ich angerauscht. Oh. Gib da gleich hier den Wald, du. Warum muss der nur immer so dermaßen rutschen? Ich verstehe das nicht. So ein blödes Ding, du. Ah, nee. Oh. Oh, ja. Oh. Das mag ich ein bisschen rundum leuchten, gell? Das ist ja meine Welt. Ah, nee. So. Was? Komm jetzt. Wie stehst denn du? Ja, so. Das überlebt man nicht. Mann, ey. Komm, bleib so stehen, Alter. Ja. Fand ich aber auch. Jetzt dauert das noch wieder Jahre. Ich bin heute ein bisschen gereizt, du. Das sag ich dir aber. Ja, komm, schaufel das Zeug hier drauf und quatsche keinen Zeit locker, Alter. Ich überlege gerade. Kann er nämlich nicht mehr. Ich überlege gerade, Günther, ob wir... Unter vor die Radlader. Ich überlege gerade, Günther, ob wir vielleicht so noch ein bisschen Holz fällen hier. Und beim Sägewerk illegal, guck mal hier, wollte ich beim Sägewerk legal abgeben natürlich. Guck mal hier die dünnen Stämmchen an und alles. Das ist doch hier, das fällt doch nicht auf, wenn wir das noch mit wegholzen, oder? Da muss man halt was platt fahren, um an die dicken Stämme zu kommen. Was hältst du davon, Günther? Sinnloses, illegales Abholzen. Ich bin dabei, Mann. Ich wollte es mal ist nicht sinnlos und es ist nicht illegal. Es ist hat Sinn und Verstand. Ja, da hinten muss was drauf, Günther. Du siehst doch, wie die Last verteilt ist auf der Achsen. Wie oft musst du das noch sagen? Der Achsen soll es gewischt. Oh. Ja, kipp's daneben, genau. Aber wenn du einfach wegfährst. Ja, ist voll, ne? Wenn nichts mehr ausschaufel, ist voll. Wenn es links und rechts am Anhänger. Ja, wenn es links und rechts am Anhänger runterrieselt, ist es voll. Ich will was beantragen. Du, was willst du beantragen? Beantragen. Ich möchte für eine Woche Chef sein. Wer dafür ist, Püni in die Kommentare. Los. Dann machen wir so alles, was ich will. Na, wir können es ja so machen. Wir stimmen ab. Wir machen eine demokratische Abstimmung. Entweder Hashtag Günther Chef, gell? Oder ja. Hashtag Günther Zwangslager. Ja, das ist gemein. Da kommt nur Zwangslager. Günther Chef, sag mal, schallerst du noch oder was, Junge? Schon nur eine Woche. Eine Woche vor allen Dingen schon mal gar nicht. Ich würde vielleicht maximal 1 Minute 30 und selbst da hätte ich Angst, dass wir komplett im Untergang geweiht sind. Also 1 Minute 30, da schaffe ich die Firma zu verkaufen. Ja. Da brauche ich meine illegale Brauerei wieder auf. Ja, das kann mir vorstellen. Dann zeige ich dir. Guck mal, was gucken hier. Ich habe hier den Katalog illegale Brauerei für Anfänger. Ich muss aber schauen hier. Illegale Brauerei für Anfänger. Ja. Das sind bestimmt die ganzen großen Brauereien draus entstanden. Das sag ich ja. Die hatten bestimmt alle das Buch illegale Brauerei für Anfänger. Das ist wie die Pokerspieler, Günther. Kennst du die, die Pokerbücher lesen? Die lesen die Pokerbücher und dann denken sie, sie gewinnen wie heißt denn das hier in Las Vegas? Nee. Las Vegas, wie heißt das da? Die WSOP. WSOP, war das so? World. Pass auf, Junge, ich kann ja Englisch, gell? World Series of Poker. World Series of Poker heißt das, Günther. Da spielen die ganzen Profis. Kennst du nicht, oder was? Also, kein Poker gespielt, Alter. Komm, lad das Ding auf. Warte, ich war hier im Katalog am gucken. Ich hab hier illegale Waffen gefunden, du. Du sollst den Leutnant seinen Katalog in Ruhe lassen, Günther. World Series of Poker. World Series of Poker, genau. So hieß das. In Las Vegas. Ja? Las Vegas. Bin ich auf dem Sack. Was? Bin ich auf dem Sack. Mit was denn schon wieder? Den scheiß Poker. Du sollst die Scheiße hier nicht breit kratzen, du sollst dir die Schaufel machen, Junge. Bullshit. Heute schieb ich die ganze Dinge in dem Bauwagen. Da kipp ich einfach rein. Da wirst du gucken. Also, ob es wunderlich wäre. Hä? Also, ob es wunderlich wäre. Mich wundert sehr, dass du unser Bauwagen noch nicht versoffen hast. Versoffen oder verknobelt oder was weiß ich, abgebrannt in die Luft sprengt oder was auch immer. Ey, guck mal, wie wenn wir nie da gewesen wären, außer das paar Bäume fehlen. Günther! Verstehst du den? Also, wir haben verstanden oder was?
überlege über eine Berufswechslung nach. Berufswechslung? Ja. Der Förster ist der Förster, da gibt's keine Wechslung. Der wird niemals anders heißen, Günther. Ich glaube, ich werde Jäger. Ja, Gejagter, meinst du? Hüni, der Jäger. Da fahre ich in die Savanne und dann schieße ich hier Elefanten und so einen Scheiß. Rasiert ihr doch eine Glatze und wäre Hüni, der Schläger. Günther. Ich hab keinen Bock mehr. Hier sind meine Papiere, ich bin weg. Als ob du jeweils schon mal Papier hattest. So. Ja. Du kannst gar nicht aufhören. Du kannst gar nicht aufhören, Günther. Der hat aber Speed aufwachsen, du. Wer denn da? Woo! Drifting! Too fast, too forest. Too fast, too forest. Oh, ich hing hier fest. Er hing fest. Bis zum Rest. Too fast, too forest. Ja, genau. Günther, yeah. So, und den Schnulli von uns auch noch rein, ja? Den letzten? Manni! Was? Jetzt guck mal! Bist du am Hof? Bist du am Hof? Ja. Jetzt guck! Oh, schade. Guck du mal, Günther. Ich wollte ja Stuntman werden. Früher. Guck du mal, Günther. Was denn? Da. Guckst du? Ich guck. Hast du gesehen? Hab ich gesehen. Den Elite trifft, Junge. So geiler Bumser, pass mal auf. Oh, schade. So, jetzt überlege ich gerade. Manni! Ja? Wie sieht dann eigentlich aus mit Urlaub? Ganz schlecht. So, warte mal. Bist du dir da sicher? Dreh dich mal um schnell. So, naja, jetzt haben wir hier alles abgeliefert. Was ist mit Urlaub? Was machst du? Ich bringe Götter im Wasser. Was ist mit Urlaub? Was machst du? Ich werf das ins Wasser. Was ist mit Urlaub? Was denn da? Mit Urlaub. Was wirfst du ins Wasser? Ja, hier den Radler allerdings. Den Radlader? Ja. Nein. Was mit Urlaub? Ja, Günther, warte, lass uns verhandeln. Okay, Sasa. Günther, ja. Kannst du den Radlader nicht ins Wasser werfen? Ich will aber Urlaub. 2 Tage. Einen halben. Ein. Die Stunde ist okay. Pass doch auf, Mensch, der Reifen vorne an der Kante, Günther. Manni. Trelleborg? Sag mal, Trelleborg-Reifen, wer hat die teure Scheiße gekauft, Alter? Hä? Okay, Manni. Spitze ein bisschen Trelleborg. Oh, Scheiße. Ich will zu der Hochzeit meiner alkoholkranken Tante. Aha. Daher also. Ja, warum denn? Ja, die hat in der Entziehungskur hat den Typen kennengelernt. Die heiraten jetzt. Aha. Ich habe auch das beste Geschenk: Spezialtropfen. Die sind 6 Monate clean. Die haben ihre 6-Monats-Marke gekriegt. Natürlich, verkaufst du den als Tee oder so, hä? Ja. Ja, die soll ja wieder ein bisschen angefüttert werden, oder? Das sag ich. Ohne dass es weiß. Früher, wo die betrunken war, die hat immer blank gezogen. Oh. Das waren der erste Typen, die ich gesehen habe damals. Echt? Oh, ich hab's gehört. Bisschen pervers von der Tante, aber war schon schön. Komm, Bauwagen. Aber Günther? Ja? Wir müssen uns mal überlegen, wie das hier ist. Mit dem Betreiber vom Sägewerk, ey, ich muss sie mal Bescheid sagen, dass das jetzt hier, dass das jetzt hier erledigt ist, Alter. Ich erzähle jetzt noch eine Geschichte. Dass die Kohle auch rankommt, gell, 25.000 kriegen wir noch. Und das neue Sägewerk und unseren Zaun und was ist denn hier überall? Genau, Manni, wir haben ein Problem. Wir haben bleib mal da sitzen, ganz kurz. Genau, ja. Also, hier, unterschreib das hier mal, diese Wisch hier. Geschlechtsumwandlung? Das unterschreibe ich nicht, ich bin nicht dein Vormund. Das ist keine Geschlechtsumwandlung, das ist die Firmenübertragung auf Güdi. Komm, unterschreib jetzt. So. Ja, ich muss gleich mal. Ich hab's mir in kleine Stückchen gerissen, Günther. Nehme ich als Keckerpapier. Manni, guck mal. Du musst ab. Ja, ich gucke. Dein Traum ist Förster. Ich gucke.
Mein Traum ist eine illegale Brauerei. Mhm. Wir können nicht nur deinen Traum machen. Günther, aber wir können nicht beide in den Knast gehen, weil du Scheiße baust. Verstehst du, Günther? Ja, darum geht's. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil der Günther Kaka baut. Machen wir ehrlich weg. Verstehst du das? Günther, verstehst du das? Bobby. Ja. Hier ist keine Sau. Wir können das da hinten im Wald aufziehen. Du meinst keine Sau, außer ist Militär. Zum Beispiel, die ja ihren Stützpunkt anfangen hier zu errichten. Gleich neben uns. Der ja auch irgendwann jetzt hier noch bezogen werden soll und alles. Vorne das kleine Dorf. Vor allen Dingen, Junge, die Alte mit den Hühnern. Die kam mit den Hühnern, hat die schon mit dem Anwalt gedroht. Weißt du, was los ist, wenn die hier die erste Destille findet? Junge, die ist gleich mit der Staatsanwaltschaft hier. Mit dem Generalstaatsanwalt kommt die. Mit General Günther. Die zerrt uns, die packt uns an Eiern. Verstehst du? Die macht hier diesen, kennst du den? Mach mal deinen Daumen und deinen Zeigefinger. Weißt du, was das ist? Die kleinste Violine der Welt? Machst du mal einen Daumen und Zeigefinger. Machst du mal so zusammen, zu so einem Kreis. Ja. Ja, der Daumen berührt die Fingerspitze vom Zeigefinger. Ja. Ja. So ungefähr hat die deine Eier in der Hand. Verstehst du? Unten im Sack rum, Junge. So, klick. Das ist du. Und dann kommt die mit dem Generalstaatsanwalt. Und dann singst du, Alter. Ich kenn dich, Günther. Du hast nur die große Klappe und hast immer nicht dahinter. Bei der Mafia hast du auch immer große Klappe und dann standen sie da und dann hat der Günther eingekeckert. Das stimmt ja gar nicht. Doch, und hör auf, den Bauwagen voll zu krümeln. Hab ich jetzt schon mal gesagt, Günther. Dann nimmst du mal die Kirsche auf den Besen da, die stehen schon aus Langeweile hier im Schrank, Günther. Manni, das sind nur Kekse, jetzt lass mich mal essen. Ja, ich hab da gesagt, du sollst aufhören, hier den Bauwagen voll zu krümeln. Ja, jetzt mal liegen hier die ganzen Krümel rum. Ja, gut. Und deine Schokokeksen, ja. Der Scheiße. Und hör auf, deine Pfoten mal der Tapete abzuschmieren, was? Ich mein, Feierabend. Ja. So. Gut, wenn's euch gefallen hat. Saß jetzt eine Stunde rum, es war dein Urlaub. So, was? Was? Schreibt Hashtag Güni Chef. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Tschüss.